So, willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal hier. Heute werden wir jetzt endlich die Gerste runterholen, nachdem hier zwei Folgen eine Fahrt zu sehen war. Leider ziemlich oft verfahren. Ist nicht ganz so einfach. Aber auf dem Feld werden wir uns hoffentlich nicht verfahren. So, werden wir mal anschmeißen, das gute Stück. Unten war es bereits. Stroblage haben wir an. Schon mal um das GPS eigentlich kümmern. Zwei Vorgewände. Werden wir hier die lange Bahn fahren. Tempomat mal reinschmeißen, dann können wir mal gucken, wie groß das Feld überhaupt ist. Was das für eine Größe hat. Okay, da haben wir ein bisschen was zu tun. Jetzt verlegt das sich da schon mit Anstreifen hier. Kommt, geht ja für einiges in Auftrag. Das bringen wir dann in der Saatgutproduktion. Das ist jetzt hier ein 12 Meter Schneidwerk. Wie gesagt, der fände ich ideal, das ist aktuell noch im Leasing. Ich werde den jetzt ziemlich vermutlich rauskaufen. Ich werde dann aber 13,7 Meter Schneidwerk in den Brand bauen lassen oder holen. Oh, Sink.
dauert aber wieder lange heute hier. Realistischen Spielens ist zwar nicht ganz so einfach. Dann würde hier ein Abfahrer stehen. Aber mal sehen, ob gleich mal, dass wir überall ein bisschen was vergessen haben. Steine wurden noch nicht gesammelt. Verstehen lassen. Das müssen wir nachher noch mal einsammeln. So realistisch wie möglich zu spielen. Das ist nicht immer möglich. Es gibt hier und da Sachen, da haben wir es mal, da bleibt auch ein Anhänger mal in der Halle hängen. Oder es ist halt nicht die richtige Übersicht, die man sonst im Trecker hat. Ja, da dreht man sich und hat eine komplette Rundumsicht drauf. Und das ist hier ein bisschen schwieriger.
Man sollte auch den Vorwärtsgang nehmen. Wir werden zweimal vorgewendet fahren hier. Der Dave fährt wieder über den Kalk durch die Gegend. Der Dave hat die Kalk- und Saatgutproduktion. Produktion auch noch natürlich. Ein bisschen was runter von dem Feld hier. Freunde von TikTok, ich bin da nicht so der Freund von. Ich fahre eigentlich immer gerne in der Innenansicht. Aber für die Freunde von TikTok machen wir jetzt mal eine Ausnahme.
sind wir auch schon wieder gleich voll, natürlich wieder auf der anderen Seite von dem Feld. Da ich nicht mehr ganz so viel Sprit habe, müssen wir auch mal den Motor so lange abschalten. Sonst könnte das, glaube ich, knapp werden. So, aber um euch das ein bisschen kürzer zu machen, müssen wir jetzt doch mal hier leider einmal querfeld ein. Sonst ziehen wir das Video ja unnötig in der Länge. Wir schaffen das auch nicht heute hier fertig zu dreschen. Stroh sammeln war noch ein bisschen was ein. Und ja, wir haben das dann mit dem Zug, zum Hochbringen. Wir bringen es zur Verladestation, das Stroh, mit dem Ladewagen und dann machen wir das auf den Zug umladen. So, man sieht jetzt schon, dass es echt schon schwer ist. Aber der Fan kommt hier leider regelmäßig an seine Grenzen. Jetzt hüppelt sie aber, so schnell sollte man auf dem Feld natürlich nicht fahren. Weiter geht's in die nächste Runde. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass wir Lesesteine aushaben. Ich will jetzt mal kurz reingucken. Also da sind schon echt viele Steine auf dem Feld. Lese Steine aus.
Schlüssel, gut, die verschwinden, glaube ich, nach einer Zeit oder so. Wir haben auch realistische Schäden drauf, den Mod. Wie man sieht, hat der Löscher aktuell einen Schaden. Die Inspektion ist auch nötig in 2 Monaten. Dann werden wir den in 2 Monaten mal zur Inspektion und zur Reparatur geben. Ich hoffe nicht zur Erntezeit, na doch, ist nee, das im Juli ist ja. Juli ist ja Erntezeit für Weizen. Wenn wir die durch haben, dann werden wir den zum Chris bringen. Einmal Inspektion machen lassen und einmal warten. Dann werde ich das Schneidwerk gleich da lassen. Aber auch zur nächsten Saison erst ein neues Schneidwerk kaufen. Aber das lohnt sich jetzt nicht. Vielleicht ist mal einer im Angebot über den Winter. Aber ansonsten kaufen wir das Schneidwerk erst im Frühjahr dann. 13,7 Meter. Also ich fahre ja sonst immer als Anfangsfahrzeug den Class Dominator, aber das macht auf der Map überhaupt keinen Sinn. Also wir haben ihn drauf als Mod. Ich hatte es mir auch kurzfristig überlegt, ihn zu kaufen, aber mit einer Arbeitsbreite von 6 Meter. Da hat man hier, glaube ich, keinen Spaß mehr. Der Fendt, den hatten wir aus der Werkstatt abgeholt. Der hatte 10 Schäden. Da haben wir dann eine Inspektion gemacht. Da war noch ein Schaden, der dann noch sichtbar geworden ist. Und der stand ganze 2 Tage und 14 Stunden in der Werkstatt. In diesem Zuge hatte ich dann den John Deere gekauft. Für fast 3 Tage, das wäre nicht zu teuer geworden. Und da wir sowieso ein bisschen mehr Leistung brauchen hier auf der Elbtal, habe ich mir dann den John Deere geholt. Ja, wir haben ja auch eine Einzelkorn-Seemaschine. Ich glaube, die hat 18 Meter, braucht 350 PS. Komme ich mit dem Fendt nicht weit. So, da sind wir schon wieder voll. Wir werden jetzt noch mal abtanken. Dann ist die Folge für heute aber erstmal zu Ende. In der nächsten Folge werden wir dann weitermachen und werden auch abfahren.
müssen wir gleich mal gucken, wo das hin muss dann. So viel Platz dürfte nicht mehr drin sein in dem Anhänger. Meine Maus. Da ist sie. Ja, ich starte doch den Motor, bewege dich. So, ja, da müsste jetzt auch bald voll sein. Da haben wir die Folge hier nach beenden. Bis dann, haut rein.